Dienstanweisungen für BartträgerInnen. Tatur der Bürokratie. 11.500 Leute. Das ist eine Kleinstadt. Und meine Mutter, die war einer der wenigen Deutschen wahrscheinlich. Darf man das sagen? Deutsche, ja. War sie. Währenddem wir darauf warten müssen, dass weitere Videos von YouTube von mir freigegeben werden zu den Themen, die euch eigentlich wirklich interessieren, habe ich jetzt heute einen Bürgermeister aus Sachsen für euch, der hier wirklich die Politik in alle seine Einzelteile zerlegt. Er sagt, wir befinden uns in einer Diktatur der Bürokratie und das beste Demokratieprogramm, das wäre ein funktionierender Staat und keine 500 Millionen Euro über Demokratie leben für die ganzen NGOs, Vereine und parteinahen Organisationen. Es ist Matthias Berger, der Oberbürgermeister bzw. der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Grimma aus Sachsen. Er ist es schon seit 2008 und ist jetzt 2022 auch wieder bestätigt worden. Es ist jetzt hier auch der Spitzenkandidat für die Freien Wähler in Sachsen. Es sind also nicht nur die Blauen, die Hoffnung machen im Osten. Es gibt jetzt hier auch noch Unterstützung von den Freien Wählern. Mal schauen, ob sie es in den Landtag schaffen und wenn ja, mit wie vielen Sitzen. Allerdings, das ist so phänomenal. Ich rede jetzt 4 Minuten lang nicht mehr dazwischen, sondern genießt es einfach. Genießt es wirklich in vollen Zügen. Ich sag ganz ehrlich, wir leben mittlerweile in einer Diktatur der Bürokratie. Und ich weiß nicht, ob das... Es ist absurd und ich muss mal ein bisschen Politik machen. Und das ärgert mich auch, dass, wenn ich kriege jetzt täglich Anrufe, Interviews, Herr Berger, was würden Sie denn anders machen und würden Sie denn die nächsten 5 Jahre gestalten? Und da sage ich, liebe Presse, auch wenn euch das nicht gefällt, lasst uns doch erstmal gemeinsam Bilanz zielen. Nach dem Motto, Wahltag ist Zahltag, was ist in den letzten 5 Jahren von den Versprechen der jetzigen Regierung umgesetzt worden? Das interessiert gar keinen. Aber ich kann euch das mal sagen. Digitalisierung, Entbürokratisierung, Dynamisierung, Kita-Pauschale. So. Fördermittelprogramme gibt es mehr denn je, aber weniger Geld. Es gibt ja eigentlich kein Geld mehr, du kannst aber jede Menge Anträge stellen. Wir haben statt 70.000 Leuten in den Staatsregierungen in Sachsen, haben wir mittlerweile 100.000. Wir haben eine Zunahme um 20-25%. Übrigens auf Bundesebene mittlerweile in den Ministerien alleine in den letzten 2 Jahren 11.500 Leute. Das ist eine Kleinstadt. So. Und das dritte ist diese Dynamisierung der Kita-Pauschale. Das war ein zentrales Element. Das habe ich mitbekommen damals in der Bürgermeisterrunde. Wird einfach nicht gemacht. Nein, da wird gesagt, wenn Sie uns dann wählen, dann reden wir noch mal drüber. Nee, da muss doch einfach mal jemand hinterfragen. Macht kein Schwein. Und zum Thema auch lustig, ich persönlich empfinde so Katastrophen immer wohltuend. Da kannst du machen, was du willst, so ziemlich. Da gehen die Bürokraten nicht auf den Geist. Und es ist auch passiert dann unglaublich viel Lustiges. Und ich bin zum Beispiel, ich bin so ein Freund der deutschen Sprache. Meine Mutter, die war einer der wenigen Deutschen wahrscheinlich, darf man das sagen, Deutsche, ja, war sie. Die konnte alle 40 Komma-Regeln, beherrschte die. Für mich war das Schlimmste, wenn ich aus dem Ferienlager oder aus dem Urlaub, wo ich war, eine Karte geschrieben habe. Da wartete die Mutter schon zu Hause, um mir zu sagen, was da alles für Fehler drin waren. Aber deshalb liebe ich die deutsche Sprache. Und da kriege ich es kotzen, wenn ich Dienstanweisungen bekomme. Das passiert wirklich. Und jetzt kommen Sie, haben ja auch Feuerwehrleute dabei. Dienstanweisungen für BartträgerInnen. Naja, seit der Eröffnung der Olympiade ist das ja jetzt durchaus relevant. Und da habe ich dann gesagt, jetzt reicht's. Und habe damals ja gesagt, wir machen das in Grimma nicht als Mist. Da wird ein Schluss gefasst, auch im Kreistag. Da habe ich damals übrigens einen Preis bekommen, einen deutschen Sprachwahrpreis. Das war alles nur witzig. Aber Leute, wir müssen doch mal aufwachen. Ich habe vor 14 Tagen gerade... Oh, Vorsicht mit dem Wort aufwachen. Ich sag lieber munter werden. Gut. Aufwachen, das stimmt. Ich habe letzte Woche oder vor 14 Tagen in Nachrichten gesehen, da ging es um irgendwelche Proteste. Wirklich? Das waren demonstrierende Studierende. Ja, da zieht's einem doch die Schuhe aus. Da brauchst du gar nicht Bürgermeister sein und da muss irgendwann mal irgendwie mal wieder gesunder Menschenverstand genommen werden. Das ist zwar auch wieder populistisch, wenn ich das sage. Und so zieht sich das durch und ich bin da einfach nicht bereit mitzumachen und zuzuschauen, wie wir hier zunehmend, sage ich mal, von einer Minderheit, von Ideologen malträtiert werden und jeder Wunsch nach Veränderung sofort eben nach dem Motto, was nicht links ist, ist rechts, Punkt. Willst du nicht zu uns gehören, dann bist du raus. Und was ich schauderhaft finde, ihr werdet das gar nicht so wissen, man hat ja versucht, auf Bundesebene ein Demokratiegesetz durchzusetzen. 500 Millionen, eine halbe Milliarde für Demokratieprogramme. Und das ist nichts anderes, als dass dann im Prinzip
das sagt man so schön, Vorfeldorganisationen von irgendwelchen großen, in der Regel linken Parteien. Die werden da durchgefüttert, haben wir ja in Grimma auch, damit die dann im richtigen Moment eine Demo organisieren. Oder der Antifa hat ja in Grimma vor 3 Tagen begonnen mit ihrem Wahlkampf, in dem sie die Plakate der AfD runtergerissen hat. Das sind genau die, das sage ich ganz hart. Und das beste Demokratieprogramm, hat der Spiegel geschrieben übrigens, ist ein funktionierender Staat. So, und den haben wir in vielen Bereichen schon nicht mehr. Habe ich euch zu viel versprochen? Matthias Berger, er hat hier einfach ausgeteilt, er hat den Finger in die Wunde gelegt. Und wer mag ihm widersprechen? Wer kann ihm denn hier widersprechen? Eigentlich hat er es völlig treffend auf den Punkt gebracht. Alleine schon die Tatsache, dass sie alle immer fragen, was man nach der Wahl machen möchte, aber überhaupt keine Bilanz ziehen möchte, was denn seit der letzten Wahl passiert ist und was versprochen war. Es interessiert niemanden mehr. Niemand trägt politisch Verantwortung. Wir bürokratisieren uns nur so in den Wahnsinn hinein. Die Stellen auf Bundes- und auf Landesebene, in den Kommunen, in den öffentlichen Diensten und auf den Beamtenrängen, sie wachsen und wachsen und wachsen. Und das, obwohl sie alle sagen, wir haben einen demografischen Wandel, auf den wir Rücksicht nehmen müssen. Nein, der Staat, er baut sein Personal aus und aus, wird ineffizienter in der Entscheidung, er wird langsamer, er wird teurer und die ganzen Nachwuchskräfte für diese geschaffenen Papierstapelträger von A nach B, mehr ist es ganz oft nicht, die werden einfach gar nicht da sein in der Zukunft. Und dann steht man da, weil man gar nicht digitalisiert hat. Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen, wobei wir da schon von einem Teileinsturz aktuell reden können. Das beste Beispiel, was ich immer wieder bringen kann, ist die Digitalisierung der Antragstellung für den BAföG-Antrag. Beim BAföG-Antrag ist es immer ganz wichtig gewesen, ab Eingangsdatum des Antrages kann erst der BAföG dann genehmigt werden. Allerdings braucht man zahlreiche Unterlagen. So kam es immer wieder vor, dass man relativ schnell einen unvollständigen Antrag abgegeben hatte als Student, damit die Frist gewahrt blieb und hat die ganzen Unterlagen nachgereicht. Die ganzen Ämter, das BAföG, müsst ihr wissen, wird in den ganzen Hochschulen dezentral genehmigt und beantragt. Die wollten das jetzt vereinfachen und so hat man die Antragstellung aus dem Offline-Verfahren mit Papier, eben bei der zuständigen Hochschule, hat man digitalisiert, ins Netz verlegt. Und was ist am Ende daraus geworden? Wir haben 600 Personen zusätzlich jetzt eingestellt, die die online eingegangenen Anträge ausdrucken und per Post verteilen an die zuständigen Hochschulen. Das ist kein Witz, das ist die Digitalisierung in Deutschland im Jahr 2024. Sie haben quasi ein funktionierendes System auseinandergeschnitten, haben ein Digitalisierungsschild draufgeklebt, um hintendran 600 Leute einzustellen, die die digital eingegangenen Akten jetzt ausdrucken und verschicken, anstatt dass man vorher, wie es war, das so gelassen hat, wo die Studenten einfach ihre Unterlagen selbst ausgedruckt haben und sie auch verschickt haben. Man hätte einfach mal das mit der Antragstellung verändern können, dass man auf einem DIN-A4-Blatt einen förmlichen Vorantrag stellt, damit die Frist gewahrt bleibt und dann eben 4 oder 8 Wochen Zeit hat, um den richtigen Antrag hinterherzuschicken. Nein, man hat es hier maximal schlimm gemacht. Völlige Katastrophe, völliger Wahnsinn, muss man dazu sagen. Ich bin wirklich schockiert. Aber das ist nur eines von vielen Beispielen. Der Bürgermeister von Grimma, er hat es hier gesagt, man muss doch einfach nur mal den normalen Menschenverstand einschalten. Ich bin gespannt, wie du das Ganze hier siehst. Vermutlich wirst du ihm zustimmen. Ich bin gespannt, ob Leute aus Grimma zuschauen. Dann bitte auch mal kommentieren unter diesem Kanal. Ansonsten sage ich, abonniert den Kanal, abonniert X und Telegram für die unzensierten Bilder. Ebenfalls kannst du, wenn du mich unterstützen willst, Kanalmitglied werden. Und was ich auch noch nie erklärt habe, ist, es gibt unter meinen Videos Affiliate-Links von Amazon. Das kostet dich nicht mehr Geld. Wenn du allerdings bei Amazon ein Produkt bestellst und vorher auf meinen Link geklickt hast, dann kriege ich innerhalb von 24 Stunden, nachdem du auf meinem Link warst, eine kleine Provision an dem, was du gekauft hast. Das ist meistens nur 1-3%. Das waren jetzt seit März, also für das gesamte Jahr dieses Jahr, habe ich, glaube ich, jetzt 175 Euro zusammen bei Amazon für eben diese Links. Wie gesagt, ihr müsst das nicht, es kostet euch nicht mehr, aber es ist eine Möglichkeit, mich hier zu unterstützen, wenn ihr sowieso regelmäßig dort bestellt. Kurz vorher unten auf den Link klicken und dann einfach bei Amazon bestellen. Damit sage ich vielen Dank für jeden, der mich unterstützt und vor allem auch für alle, die zuschauen und sage ciao, bis bald.